Bunter Schmuck und Lichterglanz. Weihnachtszeit. Das Stadtbild ist geprägt durch eine Vielfalt christlicher Symbole und kitschigen Konsums. Freudig staunende Kindergesichter und skeptische Blicke. Wie erleben Angehörige anderer Kulturen oder Religionen das hohe christliche Fest in Deutschland? Die Schwäbische Alb. Ein raues, ein sprödes Land. Hier leben seit eh und je eigenwillige Menschen. Es ist Weihnachten. Die Alb zeigt sich von ihrer milden Seite. Kein Schnee, keine klirrende Kälte. St. Johann, eine 2500-Seelen-Gemeinde. Am Rande des Ortes ein ganz gewöhnliches Haus. Dezenter Weihnachtsschmuck. Doch da ist auch etwas anderes. Fremdes. Na, ich bin der Andreas Burfeind. Ich bin der Gründer vom Buddhistischen Zentrum Schwäbische Alb. Es gibt uns jetzt seit 6 Jahren und ich selbst bin 1993 zum Buddhismus gekommen. Ich bin Aileen Burfeind, ich bin 19 Jahre und seit circa 7 Jahren oder so Buddhistin. Ich bin der Markus Bohner, ich bin seit 8 oder 9 Jahren Buddhist. Also ich bin die Verena und ich lebe seit 2 Jahren im Buddhistischen Zentrum. Ich bin 98 zum Buddhismus gekommen. Ich bin die Simone und bin seit 2 Jahren Buddhistin. Eine Wohngemeinschaft, ganz bürgerlich jedoch. 2 Paare, 3 Kinder. Gemeinsam bereitet man den heutigen Weihnachtsabend vor. Es werden Gäste erwartet, viele Gäste. Und die wollen festlich speisen. Da darf die Gans nicht fehlen. Ein ganz gewöhnliches Weihnachtsfest? Also Weihnachten ist natürlich immer ein schönes Highlight. Es ist die Wintersonnenwendzeit gewesen, die unsere Urahnen auch schon lang vor der christlichen Tradition gefeiert haben. Damals noch auch als Kult für gute Wünsche, dass man im nächsten Jahr wohl auch eine gute Ernte nach Hause bringt, hat man dann einen grünen Baum hingestellt und ein paar Lebensmittel dran dekoriert. Also so habe ich es mal wohl nachgelesen, mag wohl auch so sein. Und Weihnachten ist natürlich jetzt für die Christen also mit das wichtigste Fest, was sie haben. Und auch wir haben sehr viel Freude an diesem Fest. Das heißt, einfach ein paar Tage frei zu haben, Freunde zu treffen, Zeit zu teilen. Es ist ein kostbares Gut in unserer schnelllebigen Zeit. Und auch ein bisschen Besinnung zu finden. Statt Weihnachtssternen wird eine Gebetsfahne die Gäste empfangen. Die Gebetsfahne, eine alte Tradition aus dem Himalaya. Auf jedem Wimpel befinden sich gute Wünsche. Der Wind trägt sie in alle Welt. Weihnachten ist für mich eine besinnliche Zeit, wo ich einfach mit meinen Freunden und mit meiner Familie verbringe. Da setzt man sich einfach, setzt man sich zusammen, spricht miteinander in Ruhe. Jeder hat Urlaub. Es gibt leckeres Essen. Der Garten ist Ort der Ruhe und Besinnung. Buddha wird verehrt, doch nicht angebetet. Buddha ist ein Kollege. Also so wie Buddha in Vajrayana gelehrt hat, wollte er überhaupt keine Nachfolger haben, die ihm nachfolgen und die ihn verehren, sondern er wollte Kollegen haben. Er sagt, dieses Potenzial, die Möglichkeit der Erleuchtung, oder einfach Erleuchtung ist auch so ein bisschen ein schwammiges Wort, sondern eher so der Erwachte, wäre auch so eine Übersetzung, die man hier gebrauchen kann, muss man so sagen, dass der Buddha die Natur des Geistes erkannt hat. Das ist das, was er haben wollte, dass es auch anderen so geht, weil er beschreibt gleichzeitig diesen Zustand dieser Selbsterfahrung, das Bewusstsein sich selbst erfährt, das Mahamudra, dass das, dieser Zustand einfach die Erleuchtung ist und dass die eben befreit. Die befreit von allen störenden Gefühlen. Und wir selber wissen das ja, wie es funktioniert. Wenn wir nicht nur zornig sind, wenn wir nicht neidisch sind, wenn wir nicht gierig sind, wenn wir nicht eifersüchtig sind und wenn wir nicht sonst irgendwo durch Dummheit irgendwie gestört sind, weil wir ein bisschen dumpf sind durch Krankheit oder sowas, dann geht es uns gut. Dann sind wir glücklich. Also unsere Natur nach sind wir glücklich. Die Suche nach dem Glück bewegt hierzulande immer mehr Menschen. Seit den 60er Jahren gibt es ein stetig wachsendes Interesse am Buddhismus, der vor rund 2500 Jahren entstanden ist. Seine Attraktivität liegt vielleicht darin begründet, dass Buddha das allen Menschen vertraute Leid erkennt und einen Lebensweg vorgibt, der über die Bemühungen des Einzelnen zur Erlösung vom Leid führt. Die Werte dieses Lebensweges beruhen auf Barmherzigkeit und Gewaltlosigkeit, ohne dabei den Glauben an einen allmächtigen und gütigen Gott zu fordern.
Mittlerweile gibt es in Deutschland über 550 buddhistische Zentren verschiedener Lehrrichtungen. Die Zahl der Buddhisten in Deutschland ist schwer zu schätzen, da man zum Buddhismus nicht amtlich übertreten muss. Die Angaben schwanken zwischen 100 und 500.000. Tübingen kurz vor Weihnachten. Bedeutendster Lehrer des Diamantweg-Buddhismus in Europa ist Lama Ole. In regelmäßigen Abständen besucht er seine Schüler von der Alp. Wie erklärt er sich den Zulauf der fernöstlichen Religion in Europa? Ich bin sicher, die Leute wollen Erfahrung. Die Leute springen aus Flugzeugen, um Erfahrung zu bekommen. Die kaufen schnelle Motorräder, um das zu erleben. Und man sucht einfach Erfahrung. Also das ist, was man tut. Und Buddhismus ist ja eine Erfahrungsreligion. Man wird ja das, worauf man sich einstellt. Man sieht einen ganz klaren Weg, ohne Erwartung oder Befürchtung, nur Schritt für Schritt, wenn man sich entfaltet, bis man die Eigenschaften hat, die man haben möchte. Ist der Einzelne dabei auf sich selbst gestellt oder gibt es auch Gebote im Buddhismus? Es wird gesagt, also rette Leben, töte nicht. Gib Leute Liebe, missbrauch sie nicht sexuell, sei großzügig zu ihnen, beraube sie nicht, und das für den Körper. Für die Rede, rede mild, setz nicht die Leute gegeneinander, rede klar, nicht Unsinn, nicht, also zeig den Leuten, wie die Welt ist, und betrüg sie nicht oder belüg sie nicht, damit sie in Schwierigkeiten kommen. Und bau sie auf, also rede nützlich an sie und mach sie nicht klein oder kaputt. Nicht? Und mit dem Geist halt, wünsche ihnen alles Gute, beneid sie nicht und freue dich über das Gute, was sie tun, und hasse sie nicht und denk klar und sei nicht verwirrt. Das sind die 10 Ratschläge Buddhas. Nicht? Ungefähr zur selben Zeit, wie Moses vom Sinai-Berg runterkam mit seinen Tafeln, nicht? Mit seinen Geboten, hat Buddha dann gesagt, diese Ratschläge gegeben. Es waren auch 10, nicht, weil der Mensch halt 10 Finger hat, nicht, dann erinnert man sich besser. Und was bedeutet Weihnachten für die Buddhisten? Erstens freuen wir uns jedes Mal, wenn sich irgendeiner freut. Also wenn wir sehen, dass irgendeiner einen Grund findet, um sich zu freuen, nicht, dann denken wir, das ist aber toll, nicht, und da werden gute Eindrücke in seinen Geist gespeichert, nicht, und das kann er irgendwo an andere weitergeben, nicht, so wir freuen uns. Aber wir freuen uns auch sehr über Jesus, weil er einfach den knallharten Vertrag des Alten Testaments so sehr verbessert hat. Nicht? Also diesen alten Auge für Auge, Zahn für Zahn, der auch im Islam weitergeht, noch härter. Nicht? Also dass er den umgekehrt hat und daraus Liebe und Wärme und Mitgefühl und Gnade und Vergebung eingebracht hat. Wir halten bestimmt Jesus für einen Bodhisattva. Wir denken bestimmt, dass er aus Liebe ganz, ganz viel getan hat. Und wir denken nur, dass er halt auf das Kreuz starb, weil die Leute damals so primitiv waren, dass sie nichts anderes verstehen konnten. Nicht? Heute wäre er Lama gewesen. Zurück in St. Johann. Die Gäste sind eingetroffen. Regelmäßig treffen sie sich hier im Zentrum Schwäbischer Alb. Fast alle sind als Buddhisten Anhänger der Karma-Kokyu-Linie des Diamantweg-Buddhismus, der besonderen Wert auf die Meditation und die unmittelbare Verwirklichung der gewonnenen Erkenntnisse im täglichen Leben legt. Lehrer wie Lama Ole leisten dabei wichtige Hilfestellung. Der Diamantweg-Buddhismus passt sich den kulturellen Bedingungen der einzelnen Länder an, gibt nicht dogmatische Rituale und Handlungsweisen vor. Auch heute wird man gemeinsam meditieren, aber zunächst steht das Festessen, das Gespräch und die Freude im Vordergrund, also durchaus die Traditionen der christlichen Herkunft fast aller hier Anwesenden. Für uns ist auch Weihnachten nicht gerade so das Fest Christi Geburt zum Beispiel. Das Fest der Liebe, würde ich schon sagen, sondern wir alle ziemlich harmonisch sind und andere beschenken und glücklich sind, so wie jeder andere halt auch. Überall im Haus finden sich neben buddhistischen Symbolen und Devotionalien auch typisch weihnachtlicher Schmuck. Ein tolerantes Nebeneinander. Ich für mich selber war noch nie in meinem Leben so der Weihnachtsfan. Als Kind natürlich schon eher. Die Stimmung mag ich sehr. Auf der anderen Seite kennt jeder von uns die hektische Stimmung, dass alles so sein muss. Und es gibt ja auch die meisten Rahmen, glaube ich, in der Zeit. Aber ansonsten das Weihnachten, ich habe keine Kinder, aber wenn ich jetzt Kinder hätte, würde ich auch alles schön schmücken und einen Weihnachtsbaum her tun. Und wir haben ja hier auch
den Weihnachtsbaum da. Und so versammelt man sich in diesen Tagen gerne am Weihnachtsbaum, sicher nicht nur der Kinder wegen. Es besteht keine Veranlassung, diese liebgewonnenen Traditionen in einer neuen religiösen und spirituellen Ausrichtung zu opfern. Die buddhistische Lebensweise passt sich den Sitten und Gebräuchen der jeweiligen Kultur an. Was ist für Andreas das Besondere am Buddhismus? Die Christen, die Moslems, die Juden und die Hindus und so, niemand findet Clown gut. Und niemand findet es gut, wenn man den anderen belügt oder in irgendeiner Form betrügt und so. Sondern mal diese grundmoralischen Manifeste, die findet man in allen großen Weltreligionen und da schenken wir uns gegenseitig nichts. Das ist nur eher so die Vorstellung, also die Hauptvorstellung, dass wir eben nicht in einer Götterwelt leben, die bestimmt ist, dass jetzt irgend draußen ein großer Gott, der uns beobachtet, der uns unter Umständen unter die Bette geschaut und dann irgendwann grausam abrechnet, so wie ja viele Vorstellungen haben, eben die sich in so einer Dualität zwischen Himmel und Hölle die ganze Zeit vorstellen, das müssen wir nicht tun. Also der Buddhist geht die Sache wesentlich praktischer an und denkt einfach nach dem Prinzip von Ursache und Wirkung. Er sieht, was heute einen umgibt, das sind die Taten und Worte und Gedanken aus unserer vergangenen Zeit. Und was wir heute machen und tun, das wird unser Leben morgen bestimmen. Und nicht nur unter Umständen unser Leben, sondern auch das Leben von anderen. Das große Thema ist hier einfach Selbstverantwortung. Anderen etwas von sich geben, Freude verschenken, das entspricht der christlichen weihnachtlichen Grundidee und ist auch wesentlicher Bestandteil der buddhistischen Lehre. Und so heißt es an diesem Weihnachtsabend in unserer buddhistischen Gemeinde, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Es wird gewichtelt und alle machen mit. Wie würde Buddha sich wohl an einem solchen Abend verhalten? Er würde sich freuen, dass die anderen sich freuen und mitmachen und so weiter. Aber da haben die Christen ja mehr Bezug dazu. So da würde er vor allem meditieren und denken, oh, jetzt sind ganz viele Leute da, die sind zusammen in Familien, die sind hoffentlich gut zueinander und so weiter. Nicht? Und dann wünscht man, dass all das Gute sich verstärken wird. Die Gompa, der Meditationsraum unterm Dach. Unter der Anleitung von Frank Huhn, buddhistischer Lehrer aus Stuttgart, wollen alle zu sich und einem geistigen Gleichgewicht finden. Wir erkennen unsere kostbare Möglichkeit, zahllosen Wesen mit den Mitteln eines Buddha nutzen zu können. Nur wenige begegnen seinen Lehren und noch weniger sind fähig, sie zu verwenden. Der Geist, wie wir ihn erfahren durch die Meditation, ist wie ein Auge, was im Außen alles wahrnimmt, sich selbst aber nicht wahrnimmt. Es sieht zwar alles um sich herum, hat aber keine Vorstellung von sich selbst, weil es sich selbst nicht sehen kann. So funktioniert der Geist. Und die Meditation ist etwas, wo diesen Geist widerspiegelt. Und das bringt eben sehr interessante und tiefe Erfahrungen, wenn man meditiert. Und man bekommt auch Belehrung zu diesem Geist, die man in anderen Religionen eben nicht findet. Und so kriegt man schon eine ungefähre Vorstellung dieser Selbstwahrnehmung. Und dann wird es eben sehr interessant. Dann ist man plötzlich nicht mehr der Körper, man ist nicht mehr die Gedanken, sondern man ist der Raum, der alles erlebt. Der Raum, der durch die Augen sieht, durch die Ohren hört, der fühlt, schmeckt, riecht und wahrnimmt. Diese Freude, die wir erreichen wollen, das ist die Freude, die hinter diesem bedingten Freuen liegt, also hinter dem Auf und Ab. Zu erkennen, dass das Bewusstsein an sich durch die Fähigkeit, bewusst zu sein, viel faszinierender ist als jetzt Dinge, die wir uns kaufen können oder Situationen, die wir uns schaffen können, um vermeintlich glücklich zu sein. Und dann sieht man plötzlich die Weihnachtsgeschenke unter dem Weihnachtsbaum liegen und siehe da, da liegt dann Furchtlosigkeit oder Intuition oder tätige Freude oder solche Geschenke, die wir dann nicht nur für uns auspacken, sondern die wir ja dann auch weitergeben können. Die kleine buddhistische Gemeinde fühlt sich reich beschenkt, auch ohne große Geschenke unterm Weihnachtsbaum. Jetzt feiern.